Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt hier auf dem Kanal. Nämlich The Survival. Das geht ja schon mal gut los. Jetzt nach Observation habe ich ja gesagt, dass ich mal ein bisschen was anderes machen will. Empfohlen wurde mir das vom Wico MC, noch wo ich das Special hier vom Best of es The Escapists mit rausgebracht habe. Und ich muss sagen, grundsätzlich bin ich kein Fan von Survival Games, aber weil er meinte, das erinnert ihn auch so ein bisschen an The Escapist, dachte ich mir, ey komm, gib's da mal eine Chance, man darf ja auch nicht alle über denselben Kamm scheren. Von daher, auf jeden Fall die Hilfen nehmen wir mit. Nein, Interdikt, okay, Anpassung. Warte mal, führen kannst du aus den Fernen, die Frisuren gesichert haben. Das ist gut, weil dann kann ich nämlich schon mal mich anpassen. Und ich heiße auch nicht Clive. Ich heiße Stevie Wonder. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Kappa A, Kappa B. Ich bin eher ein schmächtiger Kerl. Glatze habe ich keine. Mal gucken, gibt es. Jawohl, Scheitelfrisur. Ich würde sagen, wenn ich eine ganze, also wenn ich mich eine ganze Weile nicht rasiere, zwar habe ich an den Kotlotten noch relativ wenig, aber hier unten wächst zumindest ein bisschen was. Von daher gehe ich einfach mal mit dem Bart. So, Shirt. Ah, die Farbe. Wollen wir damit anfangen? Nehmen wir auch was Blaues. So, die Richtung hier. Das ist eigentlich eher türkis. Ja, nehmen wir das so und die Hose. Da würde ich sagen, das Werkzeug. Ach nee, das ist die Gürteltasche wahrscheinlich. Vielleicht irgendwas Braunes wäre gar nicht schlecht. Yeah, passend zur Haarfarbe. So, die Schlüssel zur Flucht. Also muss ich 8 Schlüssel sammeln. Und ansonsten, okay. Schauen wir jetzt erstmal rein. Also, ich habe schon geguckt. Ah, okay. Finde den mysteriösen Shop gestrandet. Na, auf der Insel, du brauchst Tipps, um zu überleben, dann besuche den mysteriösen Shop. Wir haben alles Mögliche. Du findest irgendwo auf der Insel. Achtung, das Leben auf der Insel kann für Neulinge hart sein. Du solltest dich ein wenig vorbereiten, ehe du deine Reise antrittst. Ja. Ich meine, ich nehme erstmal alles mit Bastelstunde. Einfache Gegenstände können mit den Händen, indem du C drückst. Okay, also so von der Grafik her, so mit dieser Draufsicht, das erinnert mich so ein bisschen an Don't Starve. Ein Rezept auswählen. Wähle ein Rezept, drücke, um fertigen zu beginnen. Je mehr du fertig bist, umso mehr Rezepte schaltest du frei. Alles Klärchen. Was haben wir denn? Eine Handaxt. Wähle eine Handaxt mit Komma oder Punkt aus. Sobald sie ausgerüstet, kannst du mit der Axt hacken und mit dem du drückst. Okay. Ah, so kannst du das Inventar durchgehen. Okay. Ich werde mir hier auf jeden Fall schon mal Notizen anlegen, wegen der Steuerung. Gibt zwar an sich dann auch mit, aber ich bin da eher mein eigener Notizfreak. Ihr kennt mich ja schon von Observation. Vor allem, ich bin auch schlau. Ich sage, das erinnert ihn ein bisschen an The Escapist. Die Macher, nämlich Team 17, haben sowohl The Escapist als auch The Survivalists mitgemacht. Von daher, wir gucken einfach mal ein bisschen mit durch. Also, ihr könnt ja schon mal dann. Warte mal. Ich hab doch. Ich hab eine Handachse. Achso, na gut, eine Axt ist ja auch keine Spitzhacke. Moment. Wobei, das sind ja die Lebenspunkte. Machen wir einfach mal mit alles mit. Ich hab. Und ansonsten. Nee, genau. Könnt ihr mich ja einfach mal mit wissen lassen? Ah, da kann man nämlich. Das habe ich nämlich auch im Tutorial gelesen, dass du die Dings aufladen kannst, um so ein. Mächtigen Angriff quasi auszurütteln. Und da gibt's jede Menge Zeugs. Jawohl. Ich mach mal meinen Satz zu Ende, sorry. Dass er mich mal wissen lassen könnt, was er so von dem Spiel haltet. Ob das eine dauerhafte Serie sein soll. Oder ob's vielleicht ein One-Hit-Wonder wird. Kann ja auch sein. Und ich vermute mal auch, dass es ja auch irgendwelche Gegner gibt. Etwas essen. Du musst etwas essen, um nicht zu verhungern. Essen zu nehmen, wähle mit Pump the Rap. Drücke dann genau. Dass es dann hier vielleicht irgendwelche Gegner gibt, die in der Nacht auftauchen und ich bis dahin auf jeden Fall eine Hütte haben sollte. Okay, der Baum ist stark. Und die Spitzhacke geht auch sehr schnell kaputt, jetzt sehe ich nämlich gerade. Weil nämlich wegen Dings, wegen Essen habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Ich sehe zwar wahrscheinlich rechts die Ausdauerleiste, links meine Gesundheit, aber wegen Hunger oder was? Vielleicht ist das dann auch die Gesundheit, wer weiß. Einfach Spam. Okay, scheiße. Oh, halt, da war gerade ein neues Rezept. Was haben wir denn? Werkzeug, das zum fertigen Bauen und Kochen benutzt wird. Da fehlt eine Liane. Dafür brauchen wir Gras. Das liegt aber hier.
Ah, ein Seil quasi. Nein, fällt dir gut. So kannst du alles mitmachen. Dann kannst du das nämlich auch, jawohl, dann machen wir nämlich mal die Werkzeuge hier mit hinten ran. Und definitiv wird es dann auch noch irgendwelche Truhen geben. Oder einfach so, genau. Dann fallen wir Bäumchen. Grundlagen, du kannst laufen, indem du Shift links hältst, wenn du dich bewegst. Shift links, um über Lücken und Gefahren zu rollen. Okay, das ist gut zu wissen. Greif auf deinen Rucksack zu, indem du I drückst. Und alle, achso, dann brauche ich die nicht alle. Ah, alle einzeln, sondern einfach Leertaste gedrückt halten. Das ist sehr intuitiv und ist Inventar der Rucksack. Die Frage ist, wenn ich das jetzt hier alles hochziehe, legt er das dann eigentlich, also nutzt er das dann fürs Crafting trotzdem? Ja, tut er. Sehr gut. Eine Holzkeule. Die nehmen wir. Machen wir vorhin eine Liane und dann hopp, oder ein Seil. Dann habe ich nämlich auch eine Waffe. Und ich vermute mal, ich muss die hier erst fest freischalten, damit man dann auf neue Level quasi kommt. Provisorische Schüssel, eine leere Behälter, damit Wasser gefüllt werden kann. Ah. Okay. Alles Wertvolle mache ich erstmal hier mit nach rechts. So, das ist das ganze normale Zeugs. Bären. Alles mal rein hier. Haben wir dann genug für das andere Zeugs? Werkzeuggriff, jo. Eine Fackel. Strombünde. Was kriegen wir daraus? Ein Holzstab. Ein langer Stab aus Holz. Da fehlt noch ein bisschen Gloss. Vor allem auch Blumen. Blütenblätter. So, und dann brauchen wir nämlich das hier noch. Eine... Was ist das? Eine bequeme Polsterung, um ein Bett zu bauen. Ah. Anpacken. Und schon haben wir nämlich ein provisorisches Bettlaken. Da brauchen wir noch ein paar mehr Palmblätter. Die war von, logisch von Palmen mitbekommen. Die hier mit sind. Lasst eure Blätter fallen. Das könnte man ja wirklich so mit als Dings, als Nachfolgegeschichte mit betrachten. Quasi, ich bin jetzt aus sämtlichen Gefängnissen ausgebrochen. Wobei, alle bisherigen Gefängnisse waren nur ein Traum. Nur Alcatraz, das war die tatsächliche Realität. Und jetzt habe ich zumindest eine Bettrolle, geil. Wie komme ich denn jetzt auf die nächste Stufe? Weil ich habe alles. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht muss ich neue Rezepte finden. Nee, aber, dass ich das hier mit betrachte als Nachfolger. Also quasi, ich bin gestrandet. Wild geworden. Und bin auf einer... Dingsbums, auf einer fremden Insel gelandet, weil ich mich mit dem Boot... Weil ich meine, wir sind aus Alcatraz mit einem Boot rausgekommen, dass es unterwegs einen Schiffbruch gab und deswegen bin ich jetzt hier. Werd dann ein Tagebuch finden. Tab, im Kartenreiter kannst du Markierung setzen. Okay. Die ist wo? Ah, hier. Affen habe ich keine, Schatzkarten, Geschichte, Schiffsbruch. Das letzte, an das ich mich erinnere, ist der Sturm. Ich sag's ja. Aber das war kein gewöhnlicher Sturm. Der Seegang war sehr stark und plötzlich war ich von riesigen Wellen und dunklen Wolken umgeben. Zwischen den Wellen konnte ich erkennen, wie sich ein grünes Portal öffnete. Und jetzt bin ich hier. Aber wo bin ich? Wo auch immer ich hier gelandet bin, ich muss überleben. Vielleicht kann ich etwas Nützliches aus diesen Kieselsteinen am Strand herstellen. Habe ich schon gemacht, keine Sorge. So, haben wir noch sonst was? Ein Affenglosser. Ich will mich nicht zu sehr spoilern, das will ich alles selber rausfinden. Karte. Ah, merk dir das. Du kannst Dinge auf der Karte markieren, daran zu erinnern, wo du etwas Cooles Nützliches entdeckt hast. Du meine Markierung. Drücke nochmal ein T und... Okay. Gut, ich bin jetzt hier, also mach mal hier einfach mal... hilft mir jetzt noch nicht so wirklich. Gut. Outpost of Bright Boars. Aber es wird schon dunkel, also ich muss gucken, dass ich mir jetzt irgendwie eine Bleibe suche. Kleine Häschen! Knüppel aus dem Sack! Da liegen einfach mal Kieselsteine rum. Was ist das hier? Das sieht nicht sehr freundlich aus da drüben. Häschen! Ah! Okay, nein, die sind zu schnell.
Immerhin hieß es schon mal ein großer Dings. Okay, das Spiel zu speichern, musst du ein Bett schlafen. Als erstes musst du eins bauen gehen, deinen Baumodus, indem du R drückst. Also Crafting und Bauen. Okay. R ist Bauen. wähle eine Blaupause und den Blaupausenmodus platzieren möchtest, indem du so. Mhm. Sobald du den Grundstück stellst, drücke sie platzieren. Die Blaupause kann umgesetzt werden, nachdem du Blaupause verlassen hast. Ein Bett. Ein lausiges Bett. Gefahr man mal schwer, eine Waffe greifen für eine. Ja, hallo, ich. Wahrscheinlich musst du Rezeptgegenstände hinzufügen. Ich kann jetzt nicht! Näher dich der Blaupause bin ich in den Gegenständen drücke Leertaste. Dämliche Viecher! So. Haben wir alles mit dabei. Und dann fertigen wir hier einfach mal ein Bett am Strand. Speichern nicht vergessen. Das Spiel zu weichern. Also schlafen dein Bett zu Spiel zu speichern. Okay. Laken, Bettlaken, das haben wir ja. Na, hab ich doch. Ach hier. So, speichern oder schlafen, entfernen. Okay. Ich suche gerade die Kamera so ein bisschen hoch. Möchtest du das Spiel speichern? Speichern und schlafen. Safe. Okay. Der sagt sogar, wo mein Haus ist. Gut, dann brauche ich mir das nicht markieren. Ich habe auch kein Geld, das macht nichts. Weil ich werde hier definitiv nicht am Strand bleiben. Ich muss mich bloß erstmal umgucken. Und dann, was haben wir jetzt noch mit Blaupausen? Dann kriegen wir das alles frei. Ein Lagerfeuer, koche Essen, das ist geil. Oh, weil nämlich Gesundheit raus ist, siehst du. Leichtes Bett und speichert den Fortschritt. Cool. Eine Wand aus Strohballen. Einfacher Weg aus Kieselstein. Weil dann mache ich mir nämlich erstmal ein Lagerfeuer. Ach, da oben. Blaupausen schließen, Blaupause löschen. Okay. So, haben wir genug Kieselsteine? Müsste eigentlich. Eigentlich wollte ich es ein bisschen näher am Bett, ist ja auch egal. Holz hinzufügen. Überlebensgourmand. Gekochte Lebensmittel verschaffen dir verschiedene Vorteile. Manche Rezepte stillen mehr Hunger, während andere dich stärker heilen, sodass deine maximale Gesundheit Ausdauer erhöhen. Nahrung wird hier nie schlecht. Horte also deine kulinarischen Kreationen. Rezept wählen. Fleischspieß. Achso, das ist ein Fleischklumpen und das machst du aus den Fleischresten. Okay. Und dann Fruchtsmoothie. Stellt eine kleine Menge Gesundheit wieder her und stellt mittlere Menge Hunger. Dann machen wir das doch mal. Fehlende Rezept. Ach nee, ich hab das. Warte mal, dann machen wir das abbrechen. Und aus den Keulen, weil die habe ich. So. Aber es fehlt noch eine Keule. Gibt's hier noch so eine beschissene Fledermaus? Habt ihr auch Blütenblätter? Aber gut, ich darf mich jetzt nicht zu sehr auf das versteifen, sondern ich muss neue Sachen finden. Plünder ein paar Schätze. Die Inseln sind voll von Gewölben, Labyrinthen, die du plündern kannst. Ja, gerne doch. Hab ich da jetzt was bekommen? Oh. Kannst du Land im Wasser verwendet werden? Holzpfeiler. Ein Tisch wird verwendet, um Gegenstand zu platzieren. Kleine Truhe, yes! Moment. Ach, Mausrad geht auch. Okay, das ist nämlich sogar einfacher. Dann muss ich mal gucken. Fledermausflügel, Zierstück Fleisch muss vor dem Verzehr gekocht werden. Dann hätte ich das nämlich vielleicht mit dem Steak machen können, siehst du. Dang it. Wir brauchen unbedingt eine Truhe. Und dann brauchen wir mehr Holz. Holz kriegen wir. Nehmen wir alles auf. Dann brauchen wir noch mehr Holz. Deswegen, das wird jetzt erstmal eine große Erkundungstour. Das hier alles mit aufzudecken. Und ich habe wieder mein Dokument schön vor die Folgenzeit geschoben. Macht man eigentlich nicht. So. Meine Damen und Herren, wir präsentieren nun voller Stolz die erste Holzkiste am Strand. Den Tiki-Taka-See. Yeah. Okay, Leertaste öffnen. Genau, dann machen wir nämlich erstmal hier das Fleisch mit rein. Die haben zwar gesagt, das wird schlecht, aber ganz ehrlich, erstmal Schieße drauf.
Braucht man sonst noch was nicht, weil ich meine, noch habe ich genug Platz. Ein Werkzeuggriff. Ja, nee. Oh, meine Dings ist auch schon wieder. Die Axt ist kaputt. Oder machen wir es doch einfach. Die Werkzeuge. Der Hase tauntet mich. Die Werkzeuge brauche ich doch eher am meisten. Von daher legen wir das doch alles hier nach vorne. So. Gut. Wir bräuchten immer noch ein bisschen Fleisch. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, hier kriegst du Knochen her. Ich nehme mal kurz das hier. Kann man hier vielleicht? Ne. Ich finde es interessant, wie hier einfach so Kieselsteine rumliegen. Aber ich werde mal eins machen. Um ein bisschen was zu essen, breche ich das mal ab und mache mal einen Smoothie. Ich habe zwar keine Kokosnuss. Aber die müssten sich doch hier auch eigentlich finden lassen. Oder kann ich das eigentlich auch mit dem Ding machen? Nee. Gebt mir Kokosnüsse. Vielleicht aber auch nur, wo Kokosnüsse dranhängen, ne? Und ich hoffe, dass die Bäume auch wieder nachwachsen, weil ich habe noch keine Samen hier bekommen. Oder Setzlinge. Yes. Dann gib mir mal was zu ihnen. Hoffen wir mal, dass es auch eine kleine Lichtquelle dann spendet in der Nacht. Sehr schön. Fort Smoothie. Wie kann ich das jetzt essen? Ich bin gerade ein bisschen zu doof zum Essen. Wie isst man? Oh! Ich muss auf das Ding da klicken. Okay. Gut. Dann machen wir erstmal Kokosnuss und Fleisch hier alles mit rein. Schale. Mit Wasser gefüllt werden. Genau, dann kann ich ja hier mal mit Wasser füllen. Nicht trinkbares Wasser. Geschmorte Beeren. Ah. Dafür brauchst du das dann nämlich später. Gut, das ist aber kein Problem. Ich behalte das Wasser erstmal bei mir. Kann ja nicht schaden. So, wie sieht's kartenmäßig aus? Noch soweit ganz gut. Hier ist noch... Immer genug trinken. Du musst etwas sauberes Wasser finden, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Na gut, in die vulkanischen Regionen will ich ja noch nicht. Zeit für Abenteuer. Du hast deine erste Schatzkarte erhalten. Schatzkarten findest du im Schatzkartenreiter deines Tagebuchs. Finde den Ort auf dem Bild, um verlorene Schätze zu entdecken. Schatzkarte? Geheimnis der Diebstähle. Wer weiß, wer das hier findet. Naja, egal. Gibt es einen Grund, warum du am Ort Orkling-Lager in der Region Sea of Deepwash gesehen wurdest? Du hast nicht zufällig nach dem Gegenstand lausige Schaufel gesucht, oder? Komm und sprich heute am Abend beim Lager mit mir. Wir stellen einen Suchtrupp zusammen. Okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, ich hau mich kurz in die Koje. Und speichere eine Runde. Und dann, wie es mit den Schatzkarten aussieht, beziehungsweise was man da Schönes finden, außer vielleicht dann wirklich die Schaufel, die angekündigt wurde, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr daraus ein dauerhaftes Let's Play wissen oder haben wollt. Oder ich habe noch ein anderes spaciges Spiel mit im Repertoire. Ob ich dahin wechseln soll. Das überlasse ich ganz euch. Bis dahin hängt ganz von euren Bewertungen und Kommentaren ab. Sage ich soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen von eurem Cookie Imagination. Tödelö!